الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، kommen wir heute zur Aussage Amin. Wie man diese richtig ausspricht und was das bedeutet. Erstens, Amin gehört nicht zum Koran. So sagen die Gelehrten, es ist eine Tat, die mustahab ist, sehr erwünschenswert ist zu sagen, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba und die Rechtschaffenen danach es pflegten zu sagen. So ist es erwünscht, nachdem der Leser sagt, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, kurz zu schweigen, einen kurzen Atemzug zu schweigen, um darauf hinzuweisen, dass Amin nicht zu Al-Fatiha gehört. Und dieses Amin sagt er im Gebet und außerhalb des Gebets, als Imam oder als hinter dem Imam Betender, sei es in den lauten oder leisen Gebeten bei der Mehrheit der Gelehrten. Und das finden wir in den großen Werken der Fiqh-Gelehrten, wie zum Beispiel Al-Istidkar von Ibn Abd al-Barr, welcher malikitischer Großgelehrter war, oder Al-Muhadhab von Al-Shirazi, welcher Shafi'i war, oder Al-Mabasut von Imam Al-Saraqsi, welcher Hanafitischer Gelehrter war, oder Al-Mughni von Ibn Qudama, Al-Hanbali etc. Das sind einige Quellen, die beweisen oder sagen, dass Amin zu sagen eine erwünschenswerte Tat ist. Und darauf weisen viele Beweise hin, welche sie aufgeführt haben, wie zum Beispiel im Hadith von Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam sagt, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, dann sagt Amin. Denn wessen Amin identisch ist und das Amin der Engel trifft gleichzeitig, so wird ihm vergeben, was an seinen Sünden er begangen hat. In dem Hadith heißt es, wessen Amin mit dem Amin der Engel übereinstimmt. In einer weiteren Überlieferung, wessen Amin mit dem Amin des Vorbeters, des Imams übereintrifft, dessen Sünden werden vergeben, die er vorher begangen hat. Und in einer weiteren Überlieferung heißt es, so sagt Amin, nachdem er غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ sagte, auf das Allah euch antwortet, beziehungsweise akzeptiert. Und in einer weiteren Überlieferung von Wa'il ibn Hujr, dem ebenen edlen Gefährten, er sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam Amin sagen, als ich hinter ihm betete. Und er hat seine Stimme verlängert bei der Aussage von Amin. Das waren einige Hadithe aus Bukhari und Muslim, die darauf hinweisen, dass Amin eine erwünschenswerte Tat ist, zu sagen. Und wie gesagt, das Sagen von Amin gehört nicht zu Al-Fatiha, und hier wurde sogar der Konsens dazu überliefert. Was bedeutet Amin? Die gängigste Meinung heißt, oder die gängigste Meinung unter den Gelehrten ist, dass sie sagen, es bedeutet Allahumma stajib, o Allah, gewähre oder akzeptiere. Es wurde auch gesagt, كَذَلِكَ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فَلْيَكُنْ, das heißt, so soll es sein. Und es wurde gesagt, اِفْعَلْ, mache es, o Allah. Nämlich, der Diener fragt ja nach der Rechtleitung. Auch wurde gesagt, لا تخيب رجاءنا, lasse unsere Hoffnung in Bezug auf die Akzeptanz unserer Dua nicht verloren gehen. Und manche sagen, es hat den Effekt, von die Dua zu bestärken und die Barmherzigkeit Allahs herabzuholen, sodass deine Dua, اهدنا الصراط المستقيم, voller Kraft ist, sodass sie nach oben steigt, und gleichzeitig ziehst du die Barmherzigkeit Allahs auf dich, damit er diese annimmt. Dann kommen wir noch, wie spricht man Amin aus? Hier sind zwei gängige Meinungen ebenfalls. Erstens mit der Verlängerung
Reihe Elif zu den Med-Buchstaben gehört, Verlängerungsbuchstaben, und ja ebenfalls. Also sagen wir, Min, man darf verlängern bis zu 6 Harakat, und das ja Min ebenfalls. Oder die zweite Version, kurz, und zwar Amin, ohne das Elif zu verlängern. Also entweder Amin oder Amin, das Ja hier verlängern, 2, 4 oder 6. Und bei Amin ebenfalls, bei dem Elif oder beim Ja 2, 4 oder 6. Und die Gelehrten sagen, wie zum Beispiel Imam al-Baghawi in seinem Tafsir Ma'alim al-Tanzil oder Ibn Abd al-Barr in seinem Buch Al-Istidkar oder Ibn Kathir in seinem Tafsir oder Ibn Qudama in Al-Mughni oder Zamakhshari in seinem Al-Kashaf sagen, dass Amin mit der Kurzform der Asl ist. Wal-Qasru huwa al-Asl. Das ist der Grundsatz, dass man es kurz ausspricht. Amin. Das so viel zu Amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns akzeptieren. Jetzt sagen wir Allahu Akbar und gehen in die Beugung. Allahu Akbar haben wir schon erklärt. Im nächsten Video fangen wir dann an, mit den Bittgebeten und Gedenksprüchen im Rukur zu erklären. Inshallah ta'ala. Hada wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.